Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum, zu einem ja wahrscheinlich eher kleinen Podcast. Also, es wird jetzt nichts Großartiges geben heute und das liegt auch an der Begründung, die gleich folgen wird, wieso es gestern kein Video gab und auch am Freitag kein Stream stattgefunden ist. Nun, was soll ich großartig sagen? Ich habe es ja schon mal angedeutet. Ich habe derzeit Augenprobleme. Mir ist halt was ins Auge gekommen. Und ja, das hat sich dann dementsprechend auch entzündet. Und ich habe Augenprobleme. Ich kann aktuell nicht besonders gut sehen. Und ich bin ziemlich eingeschränkt generell. Also passend zu der Situation kam jetzt noch etwas hinzu, was es nicht wirklich einfacher macht. Und ja, das tut mir natürlich sehr leid. Jetzt möchten die einen oder anderen wahrscheinlich intervenieren und sagen, ja, meine Güte, es muss dir nicht leid tun, dafür kannst du ja nichts. Und schlussendlich, du bist ja auch niemanden irgendwie Rechenschaft schuldig oder so, wieso etwas ausfällt und hast du nicht gesehen. Aber schlussendlich, es haben sich drei Leute auf den Stream gefreut. Ich habe den Stream mehrfach angekündigt und ich war am, ja, wann war das gewesen? Am Mittwoch, glaube ich, war ich relativ zuversichtlich, dass es funktionieren könnte, dass es vielleicht bis Freitag gut genug ist. Ich habe ja noch hingekriegt, dann am Donnerstag den Run-Run rauszuhauen. Aber nun gut, es ist zwischenzeitlich besser als am Freitag, aber nicht gut genug, dass ich, sagen wir mal, gestern ein Video aufnehmen konnte. Das ist jetzt ein spontaner Ersatzpodcast, den es geben wird. Und ja, dementsprechend auch eine Erklärung, weil ich nicht schon wieder so ein Slot, ein Videoslot ausfallen lassen wollte. Es tut mir leid, ich habe eben noch bisschen am Regelwerk gefeilt und da gibt es halt die Körpermodule und die heißen halt immer Slots und ja, ich versuche ein bisschen von der Materie wegzukommen, um zum eigentlichen Thema auch jetzt zu kommen. Und ja, ich wollte es halt einfach nur noch mal sagen, wieso, weshalb, warum, und ich wollte dann am Freitag jetzt nicht einfach ein kurzes Video machen, wo ich einfach sage, ja, der Stream findet jetzt doch nicht statt. War natürlich schade, weil es gab wirklich Leute, die sich darauf gefreut haben und ich habe mich selbst darauf auch gefreut. Das muss jetzt wohl erstmal ein bisschen warten. Ihr könnt natürlich trotzdem schon mal Termine mitteilen, wann ihr denn so könntet. Ich kann halt nicht versprechen, dass es da funktioniert, weil ich nicht weiß, wie es den Augen geht. Ich habe glücklicherweise Sachen zur Behandlung zu Hause, also sprich Augentropfen und sowas. Allerdings kann es sein, dass das nicht ausreichend ist und ja, generell aktuell irgendwie zum Arzt zu kommen oder so ist schwierig. Überall ist zu und da, wo geöffnet ist, ist es oftmals trotz der Umstände ziemlich überfüllt und dementsprechend gefährlich. Und da ich ja aufgrund von diversen gesundheitlichen Problemen so ein bisschen zur Risikogruppe gehöre, ist es halt schwierig. Also ich hoffe einfach, das wird jetzt durch meine eigene Behandlung wieder besser und vielleicht auch ein Zustand, wo ich nicht zu einem Arzt gehen müsste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen will. Ist eine ziemlich bescheidene Situation aktuell, aber wir wollen uns jetzt ein wenig davon entfernen und zu dem eigentlichen Thema kommen. Und zwar wollte ich ein bisschen über Nostalgie sprechen und ja, vielleicht allgemein so ein bisschen über Retro-Spiele, weil natürlich ist das hier ein Retro-Kanal und ihr habt schon mit Project Zomboid gesehen und natürlich wisst es auch über Commander Keen. Ich bin ein großer Fan nicht nur von Retro-Spielen, sondern auch von dem Retro-Look. Ja, darunter fällt auch so ein bisschen auch der Pixel-Look, weil es so ein bisschen an die frühere Zeit halt ebenfalls erinnert. Natürlich bin ich jetzt noch nicht uralt, weswegen Nostalgie, ja, ich meine, man kann es benutzen, allerdings ist es vielleicht noch ein bisschen früh dafür, aber gut. Ja, ich meine, man kann auch nostalgisch sein, wenn man noch nicht ganz so alt ist. Also es gibt auch so Momente, wo man mit 20 komplett so der Nostalgie irgendwie
Ja, ich will nicht sagen ein Heimfeld, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Obwohl, ich muss sagen, so mit 20, da hatte ich auch so eine große Lücke, so mehrere Jahre, wo ich kein Keen gespielt habe. Und dann habe ich wieder Keen gespielt und das hatte auch schon so ein nostalgisches Gefühl. Bei meinem Vater ist das so, der hatte da auch ein Spiel, darauf komme ich noch zurück. Und das kam, ich glaube, 91 oder 92 damals raus und er spielt das heutzutage immer noch wieder gern und da sieht man so, da die Nostalgieaugen glänzen, ja, da haben wir wieder das Thema Augen und schon brennt es bei mir. Ja, deswegen wird es auch nur ein kurzer Podcast, weil ich werde mich dann auch gleich ein bisschen ausruhen wieder, also keine Sorge, ich mache aktuell nichts Großartiges, um es schlimmer zu machen, also ich gucke schon danach. Nur so viel dazu nochmal. Aber ja, Nostalgie. Was bedeutet eigentlich Nostalgie für die meisten Leute? Ne? Natürlich kann man jetzt die allgemeine Wiki-Erklärung dazu vorlesen. Aber naja, vielleicht ist es wichtiger auch, was Nostalgie für den jeweiligen bedeutet. Also was bedeutet beispielsweise Nostalgie für euch? Ja, für mich bedeutet Nostalgie, zu etwas zurückzukommen, was man wirklich vor einigen Jahren, ja, oder vielleicht auch sogar in der Kindheit sehr genossen hat. Das ist für mich persönlich Nostalgie, aber sage ich mal so, auch bei Spielen, die ich schon 2, 3 Jahre nicht mehr gespielt habe und dann wieder auspacke oder so, das gibt dann auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, obwohl das jetzt noch gar nicht so lang her ist. Von daher wahrscheinlich sehr, sehr variabel. Aber naja, viele wissen das gar nicht und das wurde mir auch erst mit einem Gespräch mit meinem Vater so wirklich bewusst. Mein allererstes Spiel war tatsächlich nicht Commander Keen. Also mein erstes Spiel war tatsächlich das Spiel, was mein Vater so toll findet. Und zwar hieß das Pila. Das war ein, ich glaube, grüner Kreis mit Augen und Mund und so. Ich weiß gar nicht, ob der noch eine Nase oder so hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe es vor 2, 3 Jahren mal wieder gesehen und davor wirklich ewig nicht mehr. Und als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich glaube 3 oder 4. Und ja, mein Vater ist wie gesagt total begeistert davon. Und das war tatsächlich mein erstes Spiel damals, ja, als ich noch super jung war. Und ja, so ein bisschen ist es auch in Erinnerung geblieben, aber tatsächlich kam es erst so ein bisschen zum Vorschein, als mein Vater mich wieder daran angehauen hat. Er wusste ja, ich habe da meinen Commander Keen-Kanal und so, und er wusste halt einfach nicht mehr so recht, wie das Spiel hieß. Und nach einer Recherche hat er es dann tatsächlich selbst herausgefunden, dass es Pila hieß. Und ja, das war zumindest so meine erste Begegnung damals, auch generell mit Spielen. Und ja, das war auch Jump'n'Run gewesen sozusagen. Also ja, ich denke mal so im übertragenen Sinne. Da ging es auch ein bisschen darum, Schlüssel zu erholen und mit denen an Orte zu kommen, wo man halt so Hindernisse hatte, wo man für halt die Schlüssel brauchte, um weiterzukommen. Ein absolut simples Spielprinzip und irgendwie hat mein Vater das so sehr gefesselt. Er hat gemeint, das ist so ein simples Spiel, aber es macht ihm so viel Spaß. Und ja, manchmal reicht das einfach aus. Also dazu muss man sagen, das Spiel, was ich aktuell am häufigsten spiele, und zwar Stellaris, ist ein super komplexes Spiel und das steht total im Kontrast, aber beides kann halt Spaß machen und ich glaube, das ist auch wichtig. Natürlich kam nach Pila Commander Keen. Ich meine, das wundert hier niemanden, dass das kam. Ich glaube, das erste Mal habe ich das so mit 4 gespielt. Ja, das war dementsprechend 94. Ja, dann wisst ihr auch schon, wie scheiße alt ich bin. Also, in ein paar Monaten werde ich tatsächlich bereits 30. Oh mein Gott, ich bin einfach nur alt. Ja, also vielleicht doch Nostalgie. Nostalgie passt, denke ich, ganz gut. Aber ja, so ist das. Commander Keen, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich muss sagen, so als Kind habe ich Keen 1 bis 3 tatsächlich auch nicht so gerne gespielt. Da fand ich die Galaxy-Teile schon damals viel besser. Also habe ich auch viel mehr mit denen befasst. Ich muss auch zugeben, ich glaube, Keen 1 bis 3 habe ich damals gar nicht so oft durchgespielt. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mal sicher,
ob ich tatsächlich alle drei Teile wirklich komplett damals als Kind gespielt habe. Und ja, ich muss aber sagen, ich war als Kind auf jeden Fall deutlich besser. Ich meine, das klingt immer so, Erinnerung war man immer besser, aber sagen wir mal so, ich erinnere mich da schon an Momente so mit 10, 12 Jahren oder so um den Dreh, wo ich das Spiel auch geschafft habe, ohne überhaupt zu sterben auf hart. Und das fiel mir damals halt einfach nicht so schwer, aber man merkt das heutzutage einfach, dass man von der Motorik das alles gar nicht mehr so gut kann wie vorher. Klar, es ist auch eine Übungssache, aber das fällt einem einfach auch nicht mehr so einfach wie früher. Aber ja, Commander Keen, ja, eine große Leidenschaft. Ich glaube, das merkt man halt auch an meinem Kanal. Ich meine, ansonsten würde ich diesen Kanal ja nicht führen, wenn, na ja, wenn Commander Keen nicht so eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen würde. Ich muss sagen, ich habe von Commander Keen echt vieles mitgenommen. Damals schon ein paar englische Begriffe und auch so eine gewisse Moralvorstellung. Ja, da ich Keen 4 bis 6 damals halt vermehrt gespielt habe und für mich halt auch damals klar war, was Stunnen bedeutet. Ja, das habe ich mir damals als Kind irgendwie selbst erschlossen. Ja, also, dass die Gegner nicht erschossen werden. Und ich habe auch schon damals als Kind angefangen, irgendwie zu vermeiden zu schießen. Ja, nicht unbedingt, weil es mir darum ging, wirklich Schuss zu sparen oder so, sondern weil das Spiel mir selbst irgendwie beigebracht hat, hey, du stunst Gegner eigentlich nur. Das heißt, du tötest sie nicht. Ja, wieso greifst du sie so gesehen überhaupt an? Klar, sie sind eine Bedrohung für dich, aber wenn du irgendwie so an denen vorbeikommst, ja, wieso dann einfach nicht? Also, sagen wir mal so, das mit einem Pacifist Run, was ich ja, heutzutage auf meinen Kanal so bringe, das ist für mich tatsächlich gar nichts Neues. Und dieser pazifistische Gedanke, der tatsächlich irgendwie von Commander Keen geweckt wurde, der hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen und ja, zwischenzeitlich ist das auch heutzutage so, dass ich beispielsweise auch ungern ja, sogar Insekten töte. Also ich mag das auch gar nicht irgendwie. Ja, ich meine, selbst wenn sie einen stechen und Krankheiten übertragen, mag ich es auch nicht, Stechmücken zu erschlagen. Also da muss man halt einfach sagen, sagen wir mal so, ich bin halt einfach ein Pazifist und irgendwo ist es daher gekommen, vermute ich zumindest. Also ich habe auch schon immer irgendwie nach einem Weg gesucht, der komplett ohne Konflikte und Gewalt funktioniert. Also muss man halt auch sagen, Spiele, ja. Und ich glaube, darüber werde ich auch irgendwann mal einen großen Podcast machen, können auf jeden Fall einen positiven Effekt haben. Ja. Nicht nur von der Bildung her, ja, da gibt es auch Prädikat wertvoll und sowas. Also, nee, darauf will ich tatsächlich gar nicht mal so hinaus. Nein, man kann halt auch aus Videospielen generell was mitnehmen. Also, ja, es gibt auch viele Spiele, die etwas einen beibringen, einen mitgeben. Ja, beispielsweise, da kommen wir auch noch darauf zu, das werde ich in dem Moment dann separat erwähnen, die halt einen etwas auch effektiv beibringen, beispielsweise Zusammenhänge erklären. Aber ja, mir ging es halt gerade eher so darum, dass man so persönlich etwas für sich mitnimmt. Und ich weiß nicht, in diesem Podcast, der dann irgendwann mal kommen wird, werde ich auch so ein bisschen darüber reden, dass Computerspiele, ja, von dem Stil her, natürlich auch von der Musik oder vielleicht vor allem von der Musik her, einfach auch eine Kunstform sind und eine unterschätzte mit dazu. Und ja, wir hatten dann auch schon mal als Thema, dass es dann leider oftmals als Vorwand für irgendwelche Sachen benutzt werden. Beispielsweise, der hat viel Computer gespielt oder viele Ballerspiele. Also, das muss seine Aggressionen ja, heraufbeschworen haben oder das muss überhaupt der Grund für seine Aggression sein. Nein, es kann ja nicht irgendwie das Mobbing sein oder dass die Lehrer sich nicht dafür verantwortlich gefühlt haben oder die Eltern dann halt einfach nicht für das Kind da waren. Nee, das müssen natürlich die Ballerspiele sein. Das kann natürlich keinen anderen Grund haben. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr in diese Richtung gehen. Es soll einfach so ein kleiner, schöner Podcast sein, der auch so ein bisschen
von dem aktuellen wegführt. Ich weiß, ich habe auch ein bisschen über, naja, eher unschöne Sachen vorher geredet, aber nun bleiben wir einfach bei dem Netten, den Schönen. Und ja, auf jeden Fall bestimmt ein gutes Podcast-Thema für die Zukunft, dass Videospiele nicht nur lehrreich sein können, sondern man kann daraus etwas fürs Leben mitnehmen und ja, auch so gesehen eine Kunstform sind. Also man erlebt tatsächlich mit Videospielen Geschichten und so. Ja, und darauf komme ich noch so ein bisschen. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich den Podcast nennen werde. Erst habe ich gedacht, wirklich Nostalgie und Retro-Spiele. Aber ich habe jetzt irgendwie so vorgenommen, auch so ein bisschen zu den Spielen zu gehen, die ich heute spiele. Also mal gucken. Vielleicht nenne ich das halt auch einfach anders. Mal gucken. So, dann kam so die Zeit von Lords of the Realm 2. Ja, das war so 97. Ich glaube, es war 97. Also so um den Dreh. Ja, Lords of the Realm 2 kam da, Siedler 2 und natürlich auch Age of Empires 1. Ich muss ja sagen, ich habe Age of Empires 2 erst relativ spät gespielt. Tatsächlich erst 5 Jahre irgendwie nach Age of Empires 1. Natürlich kam das irgendwie, glaube ich, 2 Jahre später oder so raus. Ich glaube, das war 99 oder 2000, so um den Dreh. Ich habe es erst relativ spät gespielt. Ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan vom ersten Teil, auch wenn es da keine Frauen gibt und der zweite Teil auch spielerisch insgesamt natürlich der bessere Teil ist. Aber bei mir hat das damals mit dem ersten angefangen und ich weiß nicht, der Stil und so. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie beim ersten hängen geblieben. Ich finde den ersten bis heute einfach, ja, wahrscheinlich auch von der Nostalgie her einfach für mich persönlich besser. Ja, habe ich natürlich damals rauf und runter gespielt und ja, ich meine, zu Age of Empires muss man, glaube ich, allgemein nicht viel sagen. Ich meine, das kennt ja so gesehen jeder. Was natürlich nicht jeder kennen dürfte, ist Lords of the Realm 2. Das ist so ein bisschen, ja, so mit Belagerung. Ja, also man spielt so Belagerung, also von Burgen und so weiter. Und außerhalb davon gibt es ein richtiges Wirtschaftssystem, wo jeder so seine Ländereien hat, die er verwalten kann. Also ein rundenbasiertes, ja, Strategiespiel mit so Belagerungs- und ja, Echtzeitkämpfen. Und das hatte einfach was. Ich spiele es heutzutage immer noch ab und zu ganz gerne. Mein großer Bruder ist ein großer Fan davon. Und ja, ich habe das damals schon cool gefunden. Ich finde das heute immer noch cool, vor allem man konnte irgendwie seinen Widersachern irgendwie Komplimente schicken und man hat dann einfach irgendwie eine Beleidigung reingeschrieben, so beispielsweise, du bist voll hässlich und stinkst, ja, aber hast es abgeschickt mit Kompliment und die haben dann gesagt, oh, ich bin geschmeichelt über deine Wortwahl, die hat mich echt tief berührt oder sowas, also so richtig albern eigentlich, aber als Kind hat man das einfach witzig gefunden, ja, oder eine Beleidigung verschickt und eigentlich waren da nur nette Worte drin, einfach um das so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, auszunutzen ist irgendwie das falsche Wort, also ich meine, sogar als Kind damals, ich weiß nicht, wie alt war ich da, 7 oder 8, selbst als Kind war mir damals schon bewusst gewesen, das funktioniert einfach nicht. Also da kann man mir sagen, was man will. Ich wusste schon damals als Kind, das funktioniert nicht. Der Computer kann nicht unterscheiden, ob das eine Beleidigung ist wirklich oder ein Kompliment. Deswegen gibt es die Funktion halt, Komplimente zu verschicken und Beleidigungen. Das habe ich halt als Kind schon erkannt. Und ja, natürlich lag ich damit richtig. Aber es war trotzdem einfach unterhaltsam, das zu machen. Und ja. Dann, wie gesagt, Siedler 2. Da muss ich aber sagen, Siedler 2 habe ich tatsächlich mehr die letzten Jahre gespielt als Kind. Also ich muss sagen, Siedler 2 hat mich tatsächlich nie so abgeholt. So jetzt so ein bisschen mehr, wo ich allgemein auch eher ruhigere Spiele bevorzugt, aber es hat mich damals halt einfach überhaupt nicht abgeholt. Von daher, ja, immer noch 97 war das. Ich hatte Siedler 2 und Siedler 3 gleichzeitig, aber ja, Siedler 3, ah, Siedler 3, ich liebe Siedler 3. Das wird wahrscheinlich für alle Zeit eins meiner liebsten Spiele sein und ehrlich gesagt,
Das muss an dieser Stelle mal herausgehauen werden. Ich bin von der History Edition oder History Edition von Blue White super enttäuscht. Also, das ist einfach nur, ja, man hat die Auflösung erhöht und ist kompatibel mit, ja, wie heißt das? Uplay, genau. Uplay, Windows 10 und so gemacht. Ja, natürlich ist die Kompatibilität und die Auflösung eine nette Sache, aber man hat einfach wirklich gar nichts sonst verändert. Also da gab es eigentlich so viele Baustellen, die ein so gutes Spiel noch grandios gemacht hätten und man hat es einfach nicht genutzt. Also ich finde das echt schade. Ich hoffe, dass es einen wirklichen Remake dazu irgendwann mal geben wird, wo Computer auch ja, auf einer passenden Map auch wirklich Häfen und Schiffe bauen können, ja, wo sie sich intelligenter verteidigen. Aber gut, ich möchte nicht zu sehr darauf herumreiten, denn Siedler 3, das ist das Spiel neben Commander Keen meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe Siedler 3 tatsächlich wesentlich häufiger gespielt als Commander Keen. Ah, dazu muss man sagen, bei Siedler 3 hatte man halt dann schlussendlich doch mehr Abwechslung, weil Commander Keen habe ich als Kind innerhalb von einer Stunde oder zwei durchgespielt und dann weiß ich nicht, was machtest du dann noch als Kind? Klar, ich war als Kind auch viel draußen an der frischen Luft, also für all die Kritiker, die sagen, oh, in meiner Kindheit war ich aber viel an der frischen Luft, das waren wir auch. Ja. Wir waren halt die paar Stunden ja, irgendwie in der Schule und dann waren wir halt nach der Schule immer unterwegs draußen, ja, fast den ganzen Tag und dann halt abends dann immer schön Siedler gespielt. Also ich muss sagen, tatsächlich, klar, natürlich war nicht immer alles perfekt und gab auch durchaus negative Dinge, aber schlussendlich, wenn ich so darüber nachdenke, das war schon eine tolle Kindheit. Also ja, vor allem man hat dann irgendwie vormittags, nicht nachmittags dann was mit Freunden gemacht und hat dann irgendwie so ab abends, ja, man musste damals ja relativ früh ja zu Hause sein, hat man dann ab 18 Uhr dann so 2, 3 Stunden Siedler gespielt, bis dann die Mutter zum x-ten Mal kam und gemeint hat, ah, du musst doch morgen früh aufstehen, jetzt mach mal Schluss. Ah, und ich weiß noch, wie ich tatsächlich dann da saß und auch dabei Kinderriegel gegessen habe. Und ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich jahrelang keine Kinderriegel mehr gegessen. Und als ich sie wieder gegessen habe, sie schmecken mir nicht mehr. Die sind ekelhaft, ekelhaft süß. Und ich weiß nicht, ob sie schon als Kind so ekelhaft süß waren, aber irgendwie in meiner Erinnerung haben die so toll geschmeckt. Und ja, ich habe damals so viele tolle Sachen mit Siedler 3 gemacht und vor allem da auch nochmal erwähnt, Siedler 3 hat auch Zusammenhänge wunderbar erklärt, beispielsweise Forstwirtschaft, ja, auch die Holzfällerei, Sägewerk und Agrarwirtschaft und so weiter. Ja, da hat man mit einem Alter von 7 Jahren, ja, 7, 8 Jahren, hat man da die ganzen Zusammenhänge erklärt bekommen, ja, ohne dass irgendwie ein Tutorial oder so großartig nötig war. Man hat halt einfach die, ja, durch das Spielen die ganzen Verbindungen miteinander erkannt. Ah, wenn ich das baue, das produziert das, aber es produziert nur das, wenn ich das habe, ja, oder die Bedingung erfüllt ist und das Gebäude braucht diese Ressourcen, um zu funktionieren. Und das war richtig toll und das war. Ich weiß nicht, das hat als Kind einfach komplett irgendwie, das war wow. Also ich meine, davor die anderen Spiele und auch die Spiele danach, die fand ich alle auch tatsächlich nicht schlecht, aber Siedler 3 war einfach das Spiel, wo ich mir gedacht habe, wow, das, wow, da muss man sagen, das war echt grandios. Und ja, ich spiele das bis heute noch super gerne. Und was mir da meistens Spaß macht, ist wirklich die Wirtschaft aufzubauen. Das Kämpfen an sich im Spiel leider nicht so, dafür sind die Gegner einfach zu dumm. Ja, die hören halt einfach irgendwann mal auf, großartig Armee zu bauen. Und wenn sie angegriffen werden, versuchen sie auf Teufel komm raus, irgendwie ein Militärgebäude, was sie verloren haben, zurückzuerobern, ohne sich wirklich zu verteidigen, was es selbst möglich macht, mit 200 Soldaten irgendwie 700 zu töten. Ja, also.
Naja, das Spiel hat definitiv so seine Schwächen, aber das war mir als Kind jetzt nicht so wichtig, wie es jetzt heute wäre. Aber selbst heute ein absolut grandioses Spiel. Dann kam auch Siedler 4, das habe ich damals auch relativ oft gespielt, obwohl ich ja meistens immer wieder zu Siedler 3 zurückkam, weil Siedler 4, obwohl es etwas hübscher aussah und ein paar nette Ansätze hatte, so insgesamt eigentlich schlechter war als Siedler 3. Also man brauchte fürs Aufwerten der Soldaten halt noch die Ressource Gold, die ansonsten halt nur für Kampfkraft gezählt hat. Also ja, der Gedanke war an sich nicht schlecht, aber du brauchtest halt dann unbedingt Gold. Das heißt, irgendwie in einer Zufallskarte, wo du ausnahmsweise mal irgendwie, wo warst, wo einfach kein Gold zu finden war, hattest du halt eben einfach kein Gold. Und da hat dir einfach eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt gefehlt. Und dazu muss man sagen, es gab auch noch andere Sachen. Beispielsweise, es war wichtig, einen Fluss zu haben, genug Platz für halt deine Agrarwirtschaft und halt auch andere Ressourcen wie Kohle und Eisen und so. Und dann kam halt noch eine Ressource dazu, wo es absolut wichtig war, diese zu besitzen, weil während die Kampfkraft in dein Reich immer 100% war, in Siedler 3 ist es bei Siedler 4 im Prinzip auch noch so. Nur, dass deine Soldaten deutlich schwächer sind, wenn sie nicht aufgewertet sind. Und natürlich kannst du mit absolut schwachen Soldaten komplett vergessen, in die Offensive zu gehen. Also, da konntest du immerhin sagen, die aufgewerteten Einheiten bei Siedler 3 durch Glauben, die waren dann halt einfach besser. Und es tut mir leid, falls die Leute sich jetzt gerade anhören und absolut nicht verstehen, worüber ich spreche. Das tut mir an dieser Stelle sehr, sehr leid. Ich habe mich auch wirklich dadurch jetzt ein bisschen ablenken lassen. Und ja, Siedler 3 fand ich besser als Siedler 4. Danach habe ich die Serie nicht großartig weiterverfolgt. Da gab es auch keine wirklich einschneidenden Spiele, so die nächsten Jahre. Age of Empires 2, natürlich habe ich dann auch gespielt, obwohl es mich dann nicht mehr so sehr mitgerissen hat, wie Age of Empires 1. Und ja, da gab es tatsächlich echt jahrelang irgendwie nichts mehr. Und dazu muss man halt noch einfach sagen, das war so auch so die Zeit, wo ich vermehrt gesundheitliche Probleme hatte und ja, leider Gottes auch mit einer Depression zu kämpfen hatte. Und bei einer Depression ist das teilweise schon so schlimm, dass du nicht einmal mehr die Motivation dazu aufbringst, etwas zu spielen. Und ja, von daher, das war das gewesen. Und ja, so mit den Jahren kam dann erstmal wirklich gar nichts, also wirklich jahrelang überhaupt nichts. Bis zum Anfang von PlayStation 3 mit Resistance Fall of Man. Da muss ich dazu sagen, dass wahrscheinlich außer X-Rack eigentlich überhaupt gar keiner weiß, dass ich großartig ein Resistance-Fan bin, außer man hätte jetzt ein, zwei wirklich ausgewählte Videos von mir gesehen. Ansonsten, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen weg. Ich trinke mal einen Schluck. Ihr entschuldigt, dass ich das jetzt nicht rausschneiden werde. Ah ja, immer wieder schön. Auch an dieser Stelle, es wird auch keine Endcard geben, weil ich merke schon, das geht gerade nicht nur auf die Stimme, sondern auch so ein bisschen auf mein Auge, obwohl ich eigentlich nichts mache, außer zu reden. Von daher wird auch langsam Zeit, dass ich irgendwie einen Schlussstrich mache. Ich meine, für einen kurzen Podcast ist es schon ein bisschen länger geworden, aber nein. Kommen wir zurück, also auf meinen alten Kanal, also nicht auf meinen alten Kanal, sondern praktisch einen Kanal, den ich hatte, bevor ich den hier hatte, habe ich auch die Reihe, ja, wie man so schön sagt, Let's Played. Und ja, Resistance Fall of Man hieß das Spiel damals. Das war ein Ego-Shooter gewesen. Das war nach, ach, wie hieß das Spiel? Area 51. Das erste richtige Ego-Shooter-Spiel gewesen. Also mein erster Ego-Shooter war Area 51. Das war auf der PlayStation 2 damals. Das habe ich ein bisschen damals gespielt. Habe ich auch so ein bisschen rauf und runter gespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, es war so das erste Spiel, was mich so bei Ego-Shooter irgendwie abgeholt hat. Ich erinnere mich
nur grob daran, dass es halt um Außerirdische ging. Und ich glaube, die Story darum war gar nicht so schlecht gewesen. Und wenn ich so in meinen Erinnerungen wühle, ich glaube, man würde das heutzutage echt hässlich finden. Aber in meiner Erinnerung, ah, ich hatte echt viel Spaß damit. Aber ja, meine erste wirkliche Berührung mit Ego-Shootern, die dann halt auch schon etwas. Ja, man muss sagen, ich habe echt viel Resistance gespielt. Auch besonders Resistance 2. Und Resistance 1 und 2 absolut meine liebsten Ego-Shooter-Spiele überhaupt. Ich habe auch damals ein bisschen Call of Duty damit so zwischendrin angefangen. Und ja, hat mich eine Zeit lang auch mitgenommen, beziehungsweise auch abgeholt. Und ja, ich als Pazifist kann da halt differenzieren, das ist virtuelle Gewalt und keine wirkliche Gewalt. Also ich muss auch sagen, zwischenzeitlich spiele ich keine Ego-Shooter mehr, aber es war halt damals so eine Phase, das war so nach der Depression irgendwie. Ich muss zugeben, wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen Druck abbauen und so. Und Resistance 1, ja, um endlich mal auf die Story zu kommen, weil die Leute wahrscheinlich sich denken, oh mein Gott, was ist ein Resistance 1? Erzählt der Mann von Chicali-Netzwerk das auch mal? Ja, tut er, ja. Spielt in einer fiktiven Vergangenheit, beziehungsweise in einer alternativ, na, jetzt hätte ich fast Zukunft gesagt, in einer alternativ Vergangenheit, wo der Zweite Weltkrieg so gesehen nicht stattgefunden hat, sondern gab es einen Alien-Virus, und zwar halt eben die Bestien, beziehungsweise die Chimären. Und ja, die haben sich halt so ein bisschen verbreitet und die Menschheit infiziert. Und da gibt es so richtig viele schöne Twists und die Story darum ist super toll. Und es ist schade, dass dazu wohl kein vierter Teil kommen wird. Ich habe auch später Teil 3 gespielt, den ich cineastisch und von der Story her grob gesehen ganz okay fand. Ansonsten hat man da leider nicht so viel rausgeholt wie bei Teil 1 und 2. Und ja, man hat auch die Server geschlossen. Dabei habe ich beispielsweise den Kooperativmodus bei Resistance 2 absolut toll gefunden. Den würde ich heute noch spielen. Also, wenn es den heute noch geben würde, also dass man den online mit Leuten spielen kann, ich würde den heute noch spielen. Und das war auch so die Zeit gewesen, wo ich das erste Mal in so einem Gaming-Clan war und so. Ja, ziemlich alberne Zeit eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, Resistance 1 mit dieser Story. Die Story, oh mein Gott, ich liebe diese Story. Gut, man muss halt auch irgendwie die ganzen Hinweise finden und die ganzen Notizzettel lesen und auch ein bisschen Bücher lesen und halt auch die anderen Spielmodi neben der Kampagne spielen, um das alles mitzubekommen. Also man muss schon echt viel machen, um die komplette Story da so mitzubekommen. Aber umso ärgerlicher ist es, dass viele Fragen einfach unbeantwortet blieben. Aber gut. So, was kam nach Resistance und Call of Duty? Ich glaube, danach kam, also mit um die Zeit kam noch Uncharted. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Habe ich damals auch displayed, ja. Uncharted. Mein erster Third-Person-Shooter und ich liebe die Uncharted-Reihe einfach nur, ja. Spielerisch manchmal ein kleiner Graus und absolut unrealistische Erfolge teilweise. Beispielsweise, ich erinnere mich noch an den einen irgendwie, besiege 10 Gegner in Folge, nur mit einem Schlag vorher mit Schüssen vorbereitet. Und what the hell? Du musstest irgendwie zweimal perfekt genau mit der Pistole auf die Brust schießen und dann schlagen. Und das musstest du 10-mal in Folge tun bei Gegnern. Und sobald du nur aus Versehen, ja, irgendwie den Arm getroffen hast, anstatt die Brust oder nur die Schulter, dann hast du mit deinem Schlag den Gegner nicht ausgeschaltet. Was dazu geführt hat, dass du, naja, nochmal schlagen musstest oder halt was anderes tun musstest, damit er stirbt. Das heißt, der Erfolg war schon wieder nicht machbar und wow, das war super, super. Naja, lassen wir es einfach mal betitelt mit super. Aber ja, Uncharted hat auch eine. Ha, die Story ist eher so ein bisschen.
Indiana Jones-like, kann man sagen. Natürlich ist das irgendwie der inspiriert, aber die Charaktere, die sind fast durchweg alle so sympathisch. Ja, gut, die Antagonisten, die sind absolut klischeebehaftet und austauschbar. Aber die Protagonisten und so. Weißt du, man hat wirklich, wenn man das Spiel spielt und sich so die Cutscenes anguckt, das Gefühl, man hat es hier wirklich mit echten Leuten zu tun. Das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Man kann auch in Making-of sehen, dass die halt damals schon mit dieser Bewegungs-Motion-Technik gearbeitet haben, also praktisch mit Gesichtszügen und so. Absolut tolle Spielreihe, wovon ich den vierten Teil nicht gespielt habe, da ich die PlayStation 4 mich dazu entschlossen habe, die zu verkaufen. Ja, weil ich eh Konsole aktuell überhaupt nicht spiele. Ich habe schon die Spiele verkauft, unter anderem auch Uncharted 4 komplett ungeöffnet. Man muss halt auch einfach sagen, ich bin halt irgendwann mal auf PC umgestiegen und habe prinzipiell weniger gezockt, aber ja, Teil 4 muss ich mir irgendwann mal online angucken. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich weiß, es gibt dann auch noch irgendwie andere Teile mit einer anderen Protagonistin, kenne ich auch nicht. Ich habe irgendwie nach Teil 3 so ein bisschen den Bezug verloren. Aber ja, schöne Reihe auf jeden Fall. Habe ich super gerne gespielt. Aber man muss dazu sagen, Uncharted und ja, halt dementsprechend Call of Duty und Resistance, das sind keine Spiele, die ich heute noch spielen würde. Obwohl ich darüber nachdenke, Uncharted einfach jetzt während der Corona-Zeit nochmal durchzuspielen. Vielleicht mache ich das auch, keine Ahnung. Mal sehen, vielleicht immer so morgens mal eine Stunde oder so. Irgendwann mal ist man damit dann wieder durch. Weil das sind echt schöne Spiele, muss man einfach auch mal so sagen. Aber ja, was kam nach dem ganzen Kram? Ich muss zugeben, ich habe alles Mögliche damals in der Zeit gespielt. Auch Dragon Ball Z-Spiele habe ich damals relativ ausgiebig gespielt. Ja, ich habe so sehr, sehr gerne gespielt. Aber war tatsächlich, obwohl ich Dragon Ball Z geguckt habe, nie so präsent bei mir. Ich besaß die Spiele, klar, aber nie so gespielt. Und ja, ansonsten gab es auch nicht so viele große Spiele, die ich in dieser Zeit gespielt habe, weil es war auch so ein bisschen die Zeit mit Ausbildung und ja, dementsprechend auch Abitur und so. Und da habe ich ehrlich gesagt auch zur Zeit mehr Pen and Paper gespielt, also Pen and Paper Rollenspiele, als wirklich an der Konsole. Und dann ging es auch irgendwann mal wieder einfach Richtung PC, weg von den Konsolen. Und ja, aber so wirklich viel gespielt habe ich dann irgendwie in den letzten Jahren dann nicht. Allerdings muss man sagen, ja, so zwischendrin, ja, in dieser Zeit kam auch noch Minecraft. Habe ich damals einen Freund total damit totgeschlagen. Hat man dann ein bisschen gespielt, nicht sehr ausgiebig, aber so über die Jahre immer mal wieder. Und ich muss sagen, Minecraft ist so ein Spiel, was man halt immer wieder spielen kann. Und ja, ich spiele das aktuell auch wieder, muss ich zugeben. Ja gut, mit dem Auge aktuell ein bisschen schwierig, von daher ja, eher nicht aktuell. Aber ja, Minecraft habe ich tatsächlich immer ganz gerne im Survival-Modus gespielt, weil man konnte so ein bisschen kreativ sein, hatte aber nicht so das Gefühl, ja, du hast jetzt einfach nur deine Palette an Dingen und die setzt du einfach beispielsweise im Kreativmodus, wo du halt nichts davon irgendwie farmen musst und so. Minecraft kann ich tatsächlich allgemein auch so ein bisschen empfehlen. Es gibt ja schon ein paar Schulen, die so ein bisschen mit Minecraft arbeiten, weil man halt da auch Zusammenhänge und Kreativität so ein bisschen mit ausprägen kann. Ich finde, das ist eine schöne Sache und ja, hätte ich fast vergessen, Minecraft. Kurios, oder? dabei habe ich das erst vor einigen Tagen mal wieder gespielt. Und ansonsten, was gab es sonst noch Größeres? Größeres Starbound, so ein 2D Pixel Minecraft, kann man sagen. So ein bisschen eher so in Richtung Science Fiction. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Spiele ich auch sehr, sehr gerne. Dann, was habe ich noch? Salt Sanctuary. Das ist so ein 2D Dark Souls, sagen viele.
Ich persönlich finde, es macht vieles anders als Dark Souls. Klar, man hat viele Parallelen, die es auch da gibt. Ja, Dark Souls habe ich auch gespielt. Hat mich irgendwie nie so mitgerissen, aber Salt and Sanctuary, wahrscheinlich weil man es im Koop spielen konnte, fand ich auch tatsächlich sehr schön. Habe ich mir später in Steam auch nochmal für Solo geholt und dann auch nochmal durchgespielt. Da hänge ich aktuell am Endboss, den ich irgendwie nicht platt kriege, weil ich ja nach den, ich glaube, es ist New Game Plus 4 oder 5 oder so. Und der kriegt dann irgendwie dabei einen so krassen Boost auf die Resistenz von den Waffen, die ich geskillt habe, dass ich den so wenig Schaden mache, dass der Kampf irgendwie 30 Minuten dauert und irgendwann mal werde ich unkonzentriert und sterbe einfach, weil der Kampf so lange dauert. Nicht, weil ich irgendwie schlecht spiele oder so. Natürlich kann man das jetzt auch sagen. Mann von Chikari-Netzwerk, du spielst einfach nur Scheiße. Aber ja, Salt Sanctuary, auch eines der Spiele, die ich ja, wahrscheinlich auch heute immer mal wieder gerne spielen würde, obwohl ich da jetzt hänge. Sonst sollte vielleicht einfach irgendwann mal ein neues Spiel beginnen. Und ja, was soll man sagen? Project Zomboid, natürlich, habt ihr ja gesehen, spiele ich auch ganz gerne. Ansonsten das größte Spiel und eines meiner liebsten Spiele überhaupt, Stellaris. Das ist ein rundenbasiertes Science-Fiction, nicht rundenbasiertes, ein Echtzeit Science-Fiction-Strategiespiel mit Rollenspiel-Elementen. Und ich glaube, man muss das selbst mal wirklich gesehen und gespielt haben, weil gesehen reicht meiner Meinung nach nicht aus. Dafür ist Stellaris dann doch ein bisschen zu komplex. Beim Spielen ja auch noch komplex, aber man so mit der eigenen erstellten Spezies findet man sich schon ganz gut da rein. Und ja, es ist bis heute eins meiner liebsten Spiele. Ja. Ich würde fast so weit gehen und sagen, ich spiele es so gerne wie Siedler 3. Und ja, ich weiß nicht, also wenn ich irgendwie eine Top 3 wählen müsste, ohne jetzt eine Platzierung zu treffen, wären das wirklich Siedler 3, Commander Keen und Stellaris. Das sind so meine Spiele. Müsste ich das erweitern? Weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich davon abhängig, was ich aktuell gerne spiele. Ansonsten von der Story her auf jeden Fall immer Resistance. Und da ich das als kurzen Podcast betitelt habe und schon über 40 Minuten bin, würde ich einfach mal sagen, ich mache hier einen Cut und überlege mir, wie ich das denn benennen möchte. Und ja, ich weiß noch nicht, ob es in 2 Tagen ein reguläres Video geben wird oder überhaupt irgendetwas. Ich weiß es nicht. Lasst mir trotzdem mal eure Terminvorschläge und Wünsche da und ja, ich werde gucken, was sich so tun lässt und naja, auch gucken, wie es dann meinen Augen so geht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut.